Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Cry of Fear zusammen mit dem Wödern. Hallo. Der Sponti kann diesen Abschnitt momentan leider irgendwie nicht laden. Er ist wieder rausgeflogen. Wir haben die Hoffnung, dass er vielleicht ab dem nächsten Abschnitt dazu joinen kann. Wenn nicht, dann werdet ihr es eh nicht erfahren. Also von daher versuchen wir es einfach mal. Hier ist ein toter Polizist. Sponti. Das ist Sponti. Sponti. Deswegen konnte er nicht joinen. Er ist schon tot. Oh, jetzt habe ich das aufgenommen. Das war eigentlich nicht so gut. Du hast kaum Munition, ne? Ne, genau. Aber mach ja nichts. Ich wag mich mal in dieses Gemischtwarengeschäft. Ich schieße ihn in die Eier. Da ist einer. Oh, was? Oh. Das war auch Krebs, einer. Alter. Hier hinten liegt ein Maschinengewehr. Das kannst du haben. Oh ja, das ist... Nice. Oh, und Benzin. Warte, kann ich das überhaupt einsammeln? Ich will einen kalten Salat. Kalten Salat? Ja, klar. Ach, hier ist auch nochmal ein Maschinengewehr. Ah, ich bin voll. Dann werfe ich einmal Benzin ab. Hey, hier ist auch eine Spritze und alles. Brauchst du das? Nee, nimm ruhig. Und jetzt? Ja. Was meinst du? Sollen wir hier die Autobahn lang oder was? Müssen wir jetzt. Richtung Markland Forest? Das, nein? Das ist zerstört. Achso, da ist eine Alpha-Wand. Hey, hier ist noch eine Knarre. So eine alte Repartierbüchse. Ja, ich bin komplett voll, kannst du nehmen. Ich verstehe jetzt noch nicht, wie wir weiterkommen sollen. Ich auch nix. Ah, guck mal hier in Restroom. Vielleicht geht's da weiter. Nee, bezweifle ich. Durch die Kloschüssel oder so. Ah, hier, du musst Benzin auffüllen. Jetzt. Ah, kommst du? Ey, wo bist du denn? Wo bist du, ne? Achso, da beim Laster. Müssen wir auf den Laster rauf? Dürfen wir jetzt fahren? Ich weiß es nicht. Was ist jetzt? Oh! Ein Video! Ein Video! Los, gib ihn extrem! Bist du Fahrer oder ich? Keiner von uns beiden. Was? Wir sind beide hinten. Keiner fährt, hä? Deswegen ist Sponti nicht mit in der Folge, weil er fährt. Ach, und das war's schon? Das ist jetzt der nächste Abschnitt? Ich kann nichts sehen. Ah, jetzt. Weiß ich nicht, ob das hier der nächste Abschnitt ist. Extreme dreht durch. Guckt euch ihn an. Geil. Ah, ich höre was. Hier ist irgendwo ein Bett. Bett. Da. Da. Ja. Alter, ja. Wie soll ich denn... Mal. Mit deinen epileptischen Anfällen auch noch. Das geht ja gar nicht. Was geht denn da? Da schießt einer auf uns. Ja, das ist Betten. Jetzt. Boah, der hat gesehen, wie der die Kurve Hammer, der da. Also, sind wir mitten in der City. Ich sehe nichts, ne? Oder? Du siehst nichts. Kannst du nichts sehen? Doch, doch. Oh. Ach, jetzt die Knarre schon leer. Das ist ja doof jetzt. Ja, das ist gerade bei mir auch suboptimal. Alter, was kommt da für ein Truck? Der rammt uns gleich von der Straße, ey. So, und damit habe ich jetzt nur noch Knüppel. Ey, guck mal, der transportiert Tannenbäume. Das ist irgendwie so gut, oder? Ja, da sind wir tot. Der, ja, und ich gleich auch. Der hat mich gehettet. Ja. Ich bin Game Over. Das lief ja hervorragend. Okay. Also diese Typen, die am Straßenrand stehen und schießen, die kann man eigentlich außer Acht lassen, wenn man sich duckt. Nice. Sind wir direkt wieder auf dem Truck. Das ist also... Ja, ich würde fast sagen Waypoint. Der Sponti könnte eventuell reinschauen, aber ich glaube, das geht nicht, weil wir hier mitten gerade auf dem Auto sind, das am Fahren ist und hier sich alles bewegt.
Ich denke mal, wir müssen diese Szene hier erstmal beenden. Weißt du, was doof ist? Was denn? Dass ich gar keinen Stock mehr habe. Ey, tschüss! Ey, tschüss! Was ist das denn? Jawohl! Es geht! Du bist drin! Ey. Aber ich habe keine Waffe, ihr müsst mich schützen. Das bück dich erstmal! Bück dich erstmal! Und scheiß doch erstmal auf die Betten, ey. Da verballerst du nur die ganze Munition, die schießen ja nicht. Und damit herzlich willkommen zu Sponty's Truck Simulator 2015. Boah, die Kurve! Ich sehe nichts. So, ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich habe die Aufnahme gerade gestartet. Ja, ich habe auch keinen Stock mehr. Das ist auch gut. Jetzt irgendwie. Was geht für mit die, den Betten die jetzt ab? Bei mir zuschauen, nochmal gesagt, ich konnte ihn gerade nicht mit joinen, weil irgendwie die Texturen der Map gefehlt haben. Deswegen konnte ich nicht dabei sein und es war das Bett. Hier vorne ist ein Bett. Du bist tot. Achso, da. Da kommt wieder der Weihnachtsmann. Du meinst Hallo. Das Bett als Beifahrer da bei uns hier? Genau. Achso, das ist weg. Ho, ho. Bettchen. Die sind tot. Bettchen. Sag mal. Warum halten die so viel aus? Ich bin fast tot. Echt? Ich hab noch gar nichts abbekommen. Weil ja. Auch die ganze auf mich geschossen hat. Ich hätte die Spritze, aber ich weiß nicht, ob ich die hier hintroppen kann, ob die da wegfliegt oder so. Das weiß ich nicht. Lassen wir das erstmal. Ja, ich glaube auch. Ich habe eh keine Waffen, von daher. Oh. Oh, oh. Da kommt die Bettgang. Die Bettarmee. So, ich schieße mit Ödern. Oder ist es überhaupt Ödern? Ja. Scheiße Waffe. Oh, ja. Ich habe bei Ödern gerade Klicken gehört. Oh. Ach, oh, einer ist, glaube ich, gerade in die Seite gefahren. Ja. Oh, die sind alle. Es wird dunkel. Nein. So, das habe ich euch mal kurz gezeigt, was ich auch zeigen wollte, wie man ohne Waffen durchs Spiel kommt. Und das hat sich nach einem Crash angehört. Ja. Ja. Ich glaube, Böhlern war schuld. Ja gut, Entschuldigung. Passiert, wenn keiner am Steuer sitzt, ne? Ja, aber wir dachten ja, Sponti fährt, auf einmal steht er auch hinten drauf, weißt du? Ja, ich war der Fahrer eigentlich, deswegen konnte ich nicht dazu joinen. Deswegen auch drei Spiele. Kann man jetzt hier durch den Tunnel? Ne, hier ist eine Alpha-Wand. Wenn jemand eine Waffe findet, es wäre super surprising. Du hast doch noch nicht mal einen Schlagstock. Oh, hier geht's tief runter. Nee, kann mir jemand eine Spritze hinwerfen? Obwohl, noch keine Spritze, erst eine Waffe. Erst ganz Waffe, ehrlich, ich bin. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder wegkomme. Ah. So, vielleicht durch die Tür. Ja, ich konnte da nicht alleine durch. Ich hab nicht. Deswegen. Ja. Oh, da hinten. Muss ich immer einen Egoist machen, Bruder? Das ist was Unheimliches. Ich hab Angst, der hängt wieder bei den letzten drei Balken fest. Du hast jetzt die Spritze mittlerweile? Ich hab eine. Ich bin noch nicht im Spiel. Er hängt bei mir wieder bei den letzten drei Balken fest. Ich glaube, er schafft es wieder nicht. Oh, nee. Ich glaube, er schafft es wieder nicht. Ich glaube, der hat hier in diesen Abschnitten massiv Probleme. Chapter 3. The End is Nigh. Ja, gib ihm mal Starthilfe. Bam! Also es wird bei dir wieder nicht klappen. Glaub nicht. Ich kenn's immer und versuch einfach direkt nochmal zu joinen. Vielleicht hat es auch einfach emotionale Probleme gehabt. Ja. Was war das? Der ist nicht das Licht da machen dürfen. Ich hoffe, dass das jetzt bei dir geht. Was ist das? Hey, kommt gleich was auf den Ball. Da ist doch was! Aber die Dinger halten auch echt was aus, ne? Ja. Müssen wir ihn leider nochmal so machen. Mach mal den Abschnitt nochmal fertig. Noch einer! Mach ihn mal fertig, ich join beim nächsten Abschnitt wieder dazu. Was ist ich das? Hör noch was, ich hör noch was, Hecke. Da ist ein Buch! Ein Buchkopf, Mann! Ich hab keine Waffe mehr. Oh, der Mann. Macht Schaden! Nur durch angucken. Hier ist ein Messer.
Das Buchvieh habe ich weggeballert. Hier ist ein Messer. Willst du Messer das? Ist vielleicht auch nicht schlecht. Nimm das. Ja, klar. Dann habe ich wenigstens wieder eine Nahkampfwaffe. Ja, ich habe leider auch keine durch das ganze komische hin und her. Da ist der Buchkopfmann. Den habe ich doch eben abgeschossen. Ja, du ist hier wieder. Oh! Also Buchkopfmann macht verdammt viel Schaden. Ja. Kommt man da überhaupt rein? Ah, da müssen erst alle da sein. Aber hier ist ein Haus. Wieso kriege ich so Schaden? Ja, du wärst gerade gefressen von irgendwas. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ich muss schnell Morphin nehmen. Und hier liegt doch gleich eine neue Spritze. Die kannst du dir gleich nehmen. Und ein Messer liegt hier auch. Oh nein. Oh, nicht das noch. Schnell durch die Türe, komm mit. Schnell durch die Türe hinten. Scheiße, wie... Kommst du? Ich seh nix. Was, die Tür? Die Tür ist verbarrikadiert. Bis Simon weg ist, oder was? So, Buchkopfmann ist weg. Ja, bei der Hütte ist doch nichts. Ja, wie kriegen wir die Tür denn auf? Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt weiterkommen sollen. Hier hinten ist eine Alpha-Wand. Vielleicht müssen wir erst Simon wegbrezeln. Ja, aber da steht ja irgendwas blockiert die Tür. Scheiße, jetzt habe ich noch nicht mal mehr Ausdauer. Der schießt auf mich. Wo ist der denn? Da hinten. Ich habe keine Muni mehr. Ich auch nicht. Er trifft mich gerade ununterbrochen. Mich auch. Warum auch immer. Ich versuche nochmal mich zu heilen. Mach ich auch gerade. Kann ja nicht sein, man muss doch hier durchkommen, auch wenn Simon da ist. Ja, jetzt trifft er mich wieder volle Pulle die ganze Zeit. Ich komme. Messer in die Toren! Drecksack! Oh! Alter Finne! Das ist richtig knapp, ich bin fast tot. Jetzt muss das aber gehen, ey. Ja, dich hat's gut erwischt. Ja. Ich musste ja die ganze Zeit mit dem Messer auf ihn los. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt sind wir im neuen Abschnitt. Mal gucken, ob der Spotty jetzt reinjoinen kann. Bonti, bist du da? Ich versuche es. Oh, Waffe, die wäre toll gewesen. Hier ist eine Spritze. Sorry, ich hatte ja auch keine Bonti mehr. Ach so, ja, siehst du. Ich sehe einen Sponti. Ich bin jetzt wieder drin. Ja? So, dann du stehst bei mir gar nicht. Starte ich jetzt wieder die Aufnahme. Also ich weiß nicht wirklich, woran es liegt. Anscheinend ist beim Spiel-Download oder so hat irgendwelche Dateien irgendwie fehlerhaft gedownloadet oder ähnliches. Kann es wirklich nicht beantworten. Anscheinend gibt es einfach Abschnitte, die ich nicht laden kann. Emotional wahrscheinlich einfach so viel Fear da drin. Ja. Ja. Und ihr habt es ja gesehen in meinen ersten Folgen, ich habe Simon ja schon im Leingang mit einem Knüppel erschlagen. Also ich musste nicht nochmal dabei sein. hast du jetzt überhaupt eine Waffe? Nein, ich habe gar keine Waffe. Dann komm mal her. Wo bist du? Hier, hinter dir. Dann gebe ich dir das Messer. Ja! Und ich dachte, ich krieg etwas Gutes, weißt du? Ja, so gute Sachen haben wir leider auch noch nicht. Ich habe auch nur ein Messer. Wer hat sich denn so einen Schacht einfallen lassen? Jetzt mal im Ernst. Den Architekten sollte man erschlagen. Ich hab keine Ahnung. Oh Mann! Vorsicht! Ihr schafft das schon, Jungs! Ihr schafft das! Ich glaube an euch! Ja! Ja, hier ist eine Schusswaffe! Warte, nicht aufnehmen!
Zu spät. Sorry, ich habe nicht daran gedacht, dass du ja gar nichts hast. Vorsicht, nicht hier runterfallen. Hier ist ein Loch im Boden. Und wo kommt man da hin? Oh, ich bin runtergefallen. Haha, da dachtet ihr, ne? Ja. Da hatte ich ja schon ein bisschen Angst. Hier ist eine Magnum und Muni. Gut. Hast du die? Ich habe. Ja. Kann man den Text lesen? Tatsächlich. April 15, 1997. Okay, ist alles Englisch. Könnt ihr selber nochmal durchlesen. His new phone number is 543214. Ob das ein Code ist? I don't know. 543214. Sollten wir uns merken, falls wir irgendwo was eingeben sollten. Was ist hier los? Was ist hier los? Wo bist du denn? Öder? Bist du ja. Öder? Rede mit uns. Nein, ich bin die Treppe runtergegangen. Hier ist noch eine Schusswaffe. Achso. Wo? Wo? Und der hier hat eine Schrotflinte. Also der hat wohl keinen Bock mehr gehabt. Oh. Kann man die nehmen? Oh, was? Kurt Cobain, Alter. Kurt Cobain? So, ich bin ausgerüstet. Ich bin im Bar jetzt. Gut, dann fehlt nur noch ich. Also ich werde aber erstmal nur mit der Pistole jetzt hier laufen. Fürs Erste. Ah, hier kommt man nicht durch. Da liegt eine Frau. Ja, so, können die. Ich habe hier schon mal einen Headshot gegeben. Ich dachte einfach vorsichtshalber. Oh, das ist ein Kettensägen-Typ irgendwo. Oh, nee, ne? Hoffentlich ist er eingesperrt im Knast. Ah, hier liegt was. Ah, ein Knüppel. Will einer einen Knüppel? Nein. Ja, ich würde nehmen, ich habe nur einen Stock als Nahkampfwaffe. Ich habe da einen Knüppel. Ja, das ist... Ja, ich habe ja nur einen Stock, also einen Ast. Wo müssen wir denn jetzt längs? Bin ich der Einzige, gerade so ein bisschen verwirrt ist? Ja, wahrscheinlich hier. Hallo, junger Mann. Das ist die von The Ring, ey. Wie ein Hund, ey. Das war der Hund von The Ring. Oh. Von wo? Ich habe die gar nicht gesehen, ey. Krass. Drei Munition, super. Ey, wie die auch immer hecheln, ey. Ja, die freuen sich, um zu sehen. Oh, da ist ein Buchkopf. Zwei. Ihr müsst auf den Körper ziehen, ne? Machen die Schaden ohne, dass man dass die einen berührt? Wenn du die anguckst quasi. So, Moment. Du hast einen Schalter betätigt, ist bestimmt irgendwo was aufgegangen. Oh ne, bestimmt die Zellentüren. Was ist das für ein Bild? Okay. Ja, das ist ein Bild von meiner Geburt. Genau, das ist Sponti bei der Geburt. Ja, ich war direkt 21 groß. Ich bin auch aus dem werten Herren hier rausgekommen, war eine ganz merkwürdige Geburt. Ich hab echt merkwürdige Erinnerungen dran. The elevator seems to be stuck. It's not going to work. Oh Mann. So, Bödan, geh schon mal vor. Ja. Wir schicken immer so ein Kalb vor. Oh! Das hört sich. Morgen! Oh! Wir haben Spaß! Warte! Der Kettensägenmann ist bestimmt auch frei jetzt. Oh! Ich hab noch einen gefunden. Meine Waffe ist leer. Hier links. Was ist das hier? Eine Spritze. Sehr schön. Oh! Gibt's hier was? Nee. Scheiße, ich habe nur noch 4 Schüsse. Ah, vielleicht hätte ich doch eine Munition gehabt, hätte nachladen müssen. Habe ich das eigentlich geguckt? Nee, nicht weitergehen. Denn wir sind gemein, wir machen einen Cliffhanger. Denn wenn ich so auf den Timer gucke, sind wir am Ende einer Folge von Cryo 4. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut doch bei den anderen rein. Link in der Beschreibung. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier in unheimlichen Gefängnis oder in der Anstalt, dann seid auch beim nächsten Mal dabei. Und wir sagen bis dahin, tschüss. Ciao. Ciao.